Hey und herzlich willkommen bei Riffstart. Du möchtest ein tolles Hobby beginnen und hast dich hier für die Meerwasseraquaristik entschieden. Du bist schon viele Jahre im Süßwasser unterwegs und möchtest dich verändern. Das Wasser war viele Jahre nicht Bestandteil deines Lebens und du möchtest nun wieder einsteigen? Dann bist du hier genau richtig. Wenn man wie wir ernsthaft und naturnah an das Thema Meerwasser einsteigen möchte, steht man erstmal vor einem Berg an Literatur, Fach- und Forenbeiträgen, verwendeten Fremdwörtern, Zusammenhängen, die nicht gleich verständlich sind. Man fragt sich, wird es wirklich so kostspielig, wie alle sagen? Wie fange ich an? Carbonathärte? Was ist die Nitrifikation? Worauf muss ich achten? Benötige ich einen Wassertest? Wird es meinen Tieren gut gehen? Ammonium? Abschäumer? Was mache ich im Urlaub? Wie bekomme ich meine Wasserwerte in den Griff? Und das sind nur Fragen, die einem spontan jetzt gerade im Moment einfallen. Es gibt noch etliche mehr. Wir, das sind meine Ehefrau Tina und ich, möchten ebenfalls wieder mit dem Hobby starten und blicken auf eine jahrzehntelange Süßwasserkarriere zurück. Uns war es wichtig, das Thema Aquaristik gänzlich zu verstehen. Wir haben versucht, den Lebensraum Aquarium an die Bewohner anzupassen und nicht umgekehrt. Wir haben viel gelesen, tolle Menschen kennengelernt und es verging kein Tag, an dem wir nichts Neues gelernt haben. Wir haben ein Forum gegründet, welches zum größten deutschsprachigen Aquaristikforum gewachsen ist. Wir haben mit einem Team von Hobbykollegen eine Aquaristik-Einsteigerfibel geschrieben, die noch heute Maßstäbe setzt, aber ihren Schwerpunkt im Süßwasserbereich hat. Nachdem es nun einige Jahre in unserem Haus fast wasserlos zuging, möchten wir nun mit dem Thema Meerwasseraquaristik starten und euch daran teilhaben lassen. Von Beginn der Planung über das Aufstellen des Aquariums, die technische Einrichtung, die Einfahrphase, den ersten Besatz und die Entwicklung über die Jahre hinweg. Hierbei möchten wir nicht nur auf das Aquarium als solches eingehen, sondern auch das Biotop Riff betrachten und gerade für Einsteiger, Umsteiger oder Wiedereinsteiger wir uns ein digitales Nachschlagewerk erstellen, welches den Weg in dieses tolle Hobby dokumentiert, mögliche Fehler aufzeigt und mit euch gemeinsam erfolgreich ein neues Meerwasserbiotop erschaffen. Wenn wir euer Interesse oder Neugierde geweckt haben, abonniert uns, aktiviert die Glocke und macht mit. Unterstützt uns. Wenn Themen unklar sind, gebt uns gerne Feedback, fragt nach und sagt uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns, dieses Projekt mit euch in 2021 angehen zu können. Stay tuned und bis bald auf diesem Kanal. Ciao.